Halli, hallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier von Gestrandet. Heute zu zweit unterwegs mit dem lieben Dalukat. Hallo! Hallo, Julia. Guten Tag. Seit wann sagst du, dass ich lieb bin? Stimmt, das Netzwerktreffen hat mich vom Gegenteil überzeugt. Das ist voll grausam, der Mensch. Das ist noch grausamer als hier. Meinst du da, wo du keinen Schnaps bekommen hast? Ja, das war Ruther. Der hat der den hat letzten ja noch einen Schnaps bekommen. Auf der Brücke bekommen. Ich habe zu ihm extra gesagt, wir müssen uns beeilen, sonst kriegen wir keinen mehr. Und dann stand ich so da und sah, oh, die teilen Schnaps aus, cool. Ja, Ruther nimmt den letzten. Mist. Tja, was baust du gerade? Ich war jetzt hier lange nicht mehr bei dir. Theoretisch müsste ich mit meinem Gebäude weitermachen. In der Theorie. Aber? Ja, keine Ahnung. Also keine Lust. Ja, keine Ahnung, also mir ist das gleich. Was hast du denn vor? Hier weiterbauen, ne? Ich muss wenigstens die Kapelle ein bisschen hochziehen. Na, dann werde ich mal zu mir hinterfetzen. Wo läufst du jetzt eigentlich? Du läufst woanders hin als sonst, ne? Wo wohnst du jetzt? Ja, da hinten, hinterm Partyhaus. Bei Feuer Real Goran. Habe ich dein Haus schon mal gesehen? Ja, mit Sicherheit. Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Vielleicht auch nicht. Ist vielleicht auch besser so. Ich dachte, du warst da irgendwo in der Nähe von dem Boot. Nee. Nancy ist da hinten. Ich dachte, du lungerst auch da irgendwo rum. Nee. Was hast du denn für ein Arthaus gebaut? In welchem Stil? Ich guck mir das dann auch noch an. Wird mehr oder weniger eine Villa, weiß. Eine Villa? Ja, keine Ahnung, so einen wirklichen Stil kann man nicht unbedingt feststellen. Das sehen wir uns doch gerne gleich mal an. Oh oh. Ich baue hier gerade mal den letzten Quarz. Keine Ahnung. Was heißt Villa? Mehr wie ein Anwesen. Wie so ein, keine Ahnung. Croft-Anwesen? Ich weiß es nicht. Croft? Hast du jetzt echt einen Anspruch an Lara Croft gemacht? Mhm. Wieso? Frag nur. So, na, keine kennt doch kaum einer. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie man es also, beschreiben soll. Es soll halt ein Anwesen sein. Ja, nee, ich weiß halt, was du jetzt meinst. Aber so, also das Croft-Anwesen gab es ja nur in den ersten drei Teilen. Das ist ja schon uralt. Das war wohl auch bis auf den aktuellsten Teil alles, was ich je gesehen habe davon. Ich habe damals, wie hieß denn der Teil, ich konnte den Namen als Kind irgendwie nie aussprechen. Die ersten drei hatten ja keine Untertitel. Dann kam ja irgendwann Angel of Darkness und dann irgendwie ja so ein Remake, da fällt mir jetzt auch gerade der Name nicht ein. Und jetzt sind wir ja bei dieser 2013er Version. Da gab es da nicht irgendwie irgendwas mit R, nicht Revelations? Es hieß doch anders. Ich weiß aber, was du meinst. Und das meine ich ja mit diesem Remake. So. Das war halt ganz am, du musstest irgendwie durch so einen Tempel rennen und ja gut, das ist sehr untypisch. Das ist jetzt untypisch, ne? Auf alle Fälle. Das hat er sonst nie gemacht. Nachdem du den Abschnitt hinter dir gebracht hattest, bist du in der Wüste gelandet und dann waren da unterirdisch so riesen Pharaonen-Skulpturen. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Und da gab es kein Anwesen mehr. Oder konntest du auch das Croft-Anwesen besuchen? Ich glaube, das ging nur in so eine extra Tutorial-Sektion. Hast du die ersten drei Teile gespielt? Nein, ich habe nur den einen gespielt und da bin ich nicht weitergekommen, weil es zu dem Zeitpunkt auch, ich hatte kein Internet, ich wusste auch nicht, dass man da irgendwo nachschauen könnte, wie es funktioniert. Ja, damals gab es, also ganz früher gab es diese Möglichkeit ja noch gar nicht. Hattest du schon zu der Zeit gespielt, wo es Lösungsbücher, wo die noch aktuell waren? Wo es auch wirklich die einzige Möglichkeit war, sich über ein Spiel zu informieren, wenn du nicht weiterkamst? Ich weiß es nicht. Ich war damals unheimlich wenig up-to-date. Ich konnte nur zocken, wenn ich bei meinem Vater war, weil ich so eigentlich jetzt nicht unbedingt so die typischen Dinge hatte, die die Leute zu dem Zeitpunkt hatten. Eine PlayStation 1? Ja, die hatte ich schon, aber die war halt nur bei meinem Vater. Aber bei meiner Mutter habe ich jetzt nicht unbedingt viel gedurft. Nennen wir es mal so. Dementsprechend habe ich da viele Dinge versäumt. Und dass es da sowas wie Lösungsbücher oder so gab, das, wenn es gab, habe ich davon nichts mitbekommen. Ich war auch nicht unbedingt so cool, dass ich das von anderen Leuten hätte mitbekommen können. Also daher. Es gab halt, wie gesagt, nur diese Möglichkeit, wirklich ein Lösungsbuch zu kaufen, weil Internet gab es einfach zu dem Zeitpunkt noch nicht so wie heute. Wenn du nicht weiterkamst, musstest du gucken, wo du bleibst. Es gibt sogar Spiele, die konnte ich gar nicht weiterspielen, für die gab es auch keine Lösungsbücher.
Und zu der Zeit gab es das mit dem Internet halt, wie gesagt, auch noch nicht. Und da kam ich nicht weiter. Ich habe es halt stundenlang versucht und dann ist das Spiel irgendwann in der Ecke liegen geblieben. Ich würde jetzt einen Spieletitel nennen, aber den wird kein Mensch kennen. Sollte das doch der Fall sein, ohne zu googeln, wäre das ganz interessant. Broken Helix heißt das Game und das habe ich nicht geschafft. Da kam ich einfach nicht weiter. Sagt mir persönlich jetzt gar nichts. Ist auch ein rein komplett unbekanntes Spiel und ich glaube, es gab auch nie einen Nachfolger oder sonstiges. Hm. Also, bei mir war es bei diesem Tomb Raider-Spiel damals so, dass ich da an einer Stelle gehangen bin, wo der Boden so komische symbolförmige Löcher hatte. Und ich habe mich immer gefragt, wie es dort weitergeht und ich bin nicht weitergekommen. Und ich habe vor, ich glaube, 1 oder 2 Monaten bin ich mal auf die Idee gekommen, ich gucke jetzt mal in einem Let's Play nach. Und habe dann gesehen, man hätte im Endeffekt nur von bestimmten Loch zu bestimmten Loch springen müssen. Im Endeffekt durch all die Löcher, wo die Lichtstrahlen durchbrechen. Wenn du auf diese Löcher springst und die anderen nicht berührst, dann kommst du weiter. Ja, super. Es hat mich gefreut. Ja, das ist aber auch typisch Tomb Raider. Tomb Raider. Ich sag trotzdem immer noch Tomb Raider, weil als das erste Tomb Raider kam, da war noch nicht so viel mit Englisch. Ja, das stimmt. Das sagen aber auch sehr viele. Sehr viele nennen es Tomb Raider oder haben es Tomb Raider genannt. Ich finde, Tomb Raider hört sich auch scheiße an, dann spielst du Tomb Raider. Da gefällt mir mein Vater immer, wenn er immer gesagt hat, und hast du deinen Harry Potter wieder dabei? Wundervoll. Wer geht der Quarz bald schon wieder aus? Verdammt. Ist gar nicht gut. Im Moment sieht es irgendwie noch ein bisschen aus wie eine Kirche. So wie meins ungefähr, ja? Naja, weil ich einen Turm habe, aber es wird mehrere Türme geben. Aber es steht bisher nur einer, weil der halt anfangs als Aufgangsturm fungiert hat. Du kommst entweder durch einen Turm rauf oder durch eine Treppe von unten. Ich habe einen Huhn hier im Keller, ist das wunderbar. Lala. Hast du ein eigenes Nether-Portal oder stehst du zu nah dran an einem? Ja, ich stehe zu nah dran. Ich wollte mir ein eigenes machen. Ich werde mich wohl ein bisschen wegbuddeln demnächst noch von der Stadt. Wo ist eigentlich meine Minimap? Och, nö. Hast du die Version geändert, weil du irgendwas anderes mal gespielt hast in Minecraft? Nee, mein Partner hat letztens wieder aufgenommen und der schiebt mir meine Mods dann immer in meinen Ordner rein. Und ich habe vergessen, dass ich die wieder reinschiebe. Naja, egal. So. Bin jetzt hier 3-mal im Karree gelaufen, weil hier im Keller ist alles so im Kreis angeordnet. Und ich habe jetzt echt 3 Runden gebraucht, bis ich checkt habe, dass ich Glas suche. Im Karree. Ja, jetzt fängst du aber an hier. Mhm. Hast du ein Problem? Na, Quatsch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, der Kerl, also der hat mich echt, also der hat mich gequält dieses Wochenende. Es war ganz grausam. Was hab ich denn gemacht? Ich hab nur Witze gemacht. Und nur, weil du cool keinen war's. Alkohol bekommen hast. Ach ja, aber unser Travel and Terrorist Town war cool. Bis du es dann irgendwann mal verstanden hast? So lange hat das jetzt nur auch wieder nicht gedauert. Du musst sagen, ich kannte das Spiel vorher gar nicht. Das kannte ja vorher keiner, weil ich es mir ausgedacht habe. Ja, aber ich kannte generell Travel and Terrorist Town nicht. Ich habe das vorher weder gespielt, noch geguckt, noch sonst noch was. Voll noobig. Aber wie sie alle geschaut haben und plötzlich wissen wollten, wie das geht. Das fand ich auch cool. Ich fand auch geil, dass Jay eine Runde mitgespielt hat. Ach, Jay hat mitgespielt? Ach, da warst du weg gewesen. Naja, Jay hat 1-2 Runden mitgespielt. Aber mir hat das ja so gefallen, weil du gerade Jay sagst. Mein Kumpel, den habe ich kennengelernt durch die Arbeitsstelle, die ich mal für 2 Monate hatte. Und der ist totaler Pete's Meat-Fan. Und als ich ihm damals erzählt habe, dass ich auf das Netzwerktreffen gehe, was auf der Wiesn stattfand und dass da auch Pete Smith wohl dabei sein würde, war er schon total neidisch und hatte halt so gemeint, ja, und wenn du Hardy triffst, ne, dann musst du dem einen schönen Gruß von mir ausrichten. Und ich habe den gestern auf Twitter gefollowt, meinen Kumpel, und er schaut auf meinen Twitter-Account und ungefähr 5 Minuten vorher hat Jay mich auf Twitter gefollowt und er schreibt mich sofort in WhatsApp an. Beziehungsweise ich habe ihn ja vorher noch angeschrieben. Ja, jetzt bin ich fast ein bisschen neidisch. Ja, der Jay, der hat
war, fand ich unglaublich nett. Der hat, glaube ich, allen, die er kennengelernt hatte, gefollowt auf Twitter. Ja, das hat mich sehr überrascht. Ja, ich habe auch, hab auch ein bisschen geguckt. Wahnsinn. Naja, ich bin ja mal gespannt. Aber allgemein waren die Jungs sehr nett. Also ich fand zum Beispiel, was andere Leute nicht getan haben, was ich ein bisschen traurig fand, ist, die haben sich wenigstens verabschiedet am Ende. So, und das haben nicht alle getan. Wobei es schon ein bisschen peinlich war, als Hardy sich verabschiedet hat und ich dann so zu Mikkel, wer war denn das jetzt? Du hast mich gefragt. Habe ich dich gesagt? Ja. Okay. Ja, ich habe die bisher sehr selten geschaut und die haben ja jetzt auch nicht unbedingt überall eine Facecam oder so, dass man das irgendwie dadurch sehen würde. Doch, das kann man so nicht sagen. Also wie die aussehen, das wusste man. Aber das ist ja nicht so schlimm. War es aber auch nicht die Einzige, die das nicht wusste. Ich überlege gerade, wer noch bei uns am Tisch saß. Das wusste nämlich noch irgendeiner nicht. Ich glaube, da wusste das nämlich auch nicht. Das kann sein. Ja, war schon eine sehr schöne Zeit, muss ich schon sagen. Ah, ich muss Quarz sammeln gehen. Ich komme da nicht dran vorbei. Da ist schon wieder aus. Das gibt's doch nicht. Ich dachte, ich hätte noch mehr. Wo ist denn das schon wieder hin? Kann ja nicht sein, dass ich das schon wieder aufgebraucht habe. Sag mal, Dalu, kann man bei dir abbauen? Quarz abbauen? Mhm. Nee. Ich finde das Haus also sehr ungünstig, aus Quarz zu bauen, so wie ich es jetzt gerade habe. Aber das funktioniert auch erst jetzt, wo halt alle anderen von der Insel runter sind. Weil das Haus baust ja in 2,5 Sekunden ab. Quarz ist ja direkt kaputt. Es ist ja durch einen Schlag geht ja Quarz kaputt. Ja. Ach, hier ist noch ein bisschen Quarz, aber das reicht mir nie und nimmer. Ach, ich habe ja letztens schon so viele Stunden damit verbracht, Quarz zu farmen. Ja, ist nervig. Ja, du hast ja dann nochmal ein Stück mehr. Ja, sag ich als nervig. Och, Mensch. Ich glaube, mein Quarz reicht auch wieder nicht, um die Kapelle hier abzuschließen. Na super. Können wir uns gegenseitig den Quarz klauen? Ich gehe jedenfalls nicht mit dir auf Tour. Du hast mir damals schon den ganzen Quarz weggeschnappt. Habe ich nicht? Na, natürlich hast du das. Du und Ratha, beide habt ihr mir den Quarz immer vor der Nase weggeschnappt. Jeder für sich. Mhm. So. Mei, so was Doofes. Weiß ich nicht, ob ich eine Glaskuppel bauen soll oder nicht. Bau sie nicht aus Quarz. Eine Quarzkuppel? Niemals. Machst mir nur Konkurrenz hier mit deinem Quarzabbauen da, ey. Bin doch im Nether eh ganz woanders bestimmt unterwegs als du. Oh, wahrscheinlich. Zack. Nee, aber ich werde jetzt da bist wohl du jetzt schon rein wieder dürfen. Da? Fragen. Nee, aber gleich. Also ich laufe jetzt zurück. Ich packe jetzt nur noch mein Zeug ein und dann geht's ab in den Nether. So. Ja, ganz so viel brauche ich nicht mehr. Der Grundstock steht jetzt. Jetzt müssen dann die Türme noch und das Ganze minimal höher. Das ist eh vorbei. Ist ja bescheuert hier, ey. Ist ja fast so bescheuert wie Katzen suchen gehen. Nimm doch einfach welche von denen, die schon eine haben. Ja, aber da kann ich denen noch keine wegnehmen. Warum nicht? Ja, weil die nicht auf mich hören. Die gehorchen mir doch nicht. Kann man die nicht paaren? Doch, hab ich ja schon gemacht. Aber wenn sie sitzen, kann ich sie nicht paaren. Und wenn sie stehen, so wie ich es letztens gemacht habe, und erzeuge zwei Katzen, dann schauen die plötzlich alle zu Raza. Die wollten nicht auf mich schauen. Auch die neuen gezüchteten Katzen? Ja, die waren beide sofort auf ihn getrimmt. Es gibt nur eine, keine Ahnung, wie vielprozentige Chance, dass die auf den, der es paart, getrimmt sind. Und ich hatte leider Pech. Ja, aber was, da brauchst du eh noch Fisch dafür. Dann versuch's doch noch 100 Mal. Ja, aber dann müsste ich warten, bis Raza mal wieder da ist. Okay, wenigstens mein Haus steht schon langsam. Ich kann nur noch nicht beeilen oder beurteilen, wie es aussieht. Ich hatte auch keinen Plan. Also ich habe jetzt einfach nur drauf losgebaut. Das hat hier keinen Sinn. Okay. Och Mensch, das steht zu teuer. Was? Habe ich keine andere Spitzhacke, die ich noch mal ein bisschen reparieren könnte? Meine nicht. Ach, stimmt, die habe ich ja verloren, als ich dein Haus abgebaut habe. Ach, als du mein Haus abgebaut hast? Ja. Ja, dein... Du baust mein Haus ab, ja? Ah, deine Wolle. Hat mich einige Stunden alles gekostet da, ey.
war ich schon ganz schön blöd, dass ich das gemacht habe. Hm, fand ich auch. Ich habe ja fast alles abgebaut. Ich habe auch geholfen. Ja, das stimmt. Ja, nee. Ach, jetzt habe ich mir eine Spitzhacke gemacht und habe doch eh noch eine Diamantspitzhacke im Inventar. Wenn du Dias brauchst, ich habe noch über 3 Stacks. Ja, Blöcke wahrscheinlich, oder? Diamantblöcke, nein. Mein neues Haus wird aus Diamantblöcken. Ja, ich habe noch einen. Moment. Nee, Moment. Sag mal. Jetzt bin ich zu hoch. Ist irgendwo so eine bescheuerte Spinne und nervt mich. Lalala. Was wollte ich denn jetzt? Nether. Ach ja, nee, passt schon. Habe ich Pfeile? Na super, gleich so viele. Oh, Pfeile habe ich auch keine mehr. Mist. Oh. Das tut mir jetzt aber leid. Ich habe einen Creeper in meinem Haus. Also optimal. Creeper's gonna creep. Lalala. Die waren richtig toll an dem 1. April gedönst, die Creeper. Die explodiert. Warum? Sind. Die haben dann irgendwie was mit All Gonna Be Boom gesagt und so. Echt? Das hatte ich nicht. Ich hatte nur diese komischen Villager-Sound, die ganze Zeit geredet haben. Naja, die haben aber, die Creeper haben auch gequatscht dann. War ganz witzig. Ich habe es mir nämlich dann hinterher nochmal in Ruhe angeschaut. Ich habe dann noch extra so eine kleine 10-Minuten-Aufnahme dazu gemacht. Ach, der hat Rückstoß, die Sau. Pack mal, wer das Skelett hier weg. Hallo? Och Mensch, wo ist ein Ritter, wenn man einen braucht? Ich komme an das Skelett nicht ran. Es hat fiesesten Rückstoß. Ein Marksman, also ein Bogen? Nein. Ja. Hier ist gerade ein Creeper im Wasser. Och Mensch. So. Ich glaube, hier bin ich safe. So. Jetzt kommt er. Ich höre ihn. Da ist er doch. Na komm her. Pack mal, wer das lästige Vieh hier weg? Na also. Na, meinst du, er hätte ihn gedroppt, den Bogen? Da muss schon Glück haben. Aber dann sind die eh fast kaputt. Aber dann könnte man ihn nochmal reparieren. Ich habe damals so einen ganz tollen Bogen gehabt. Der war richtig klasse. Und was mache ich? Repariere ihn mit einem anderen Bogen im Crafting-Menü. Ich depp. Was passiert dann? Ja, dann wird er schon repariert, aber dann ist die Verzauberung weg. Wenn du die Verzauberung mit reparieren möchtest, musst du es im Amboss machen, sonst geht's nicht. Sag mal, die gehen hier alle auf mich los. Was geht denn ab? So viele Monster waren doch schon lange nicht mehr hier. Hilfe! Und wo bist du? Bist du gerade im Nether? Nein, ich bin... Noch nicht. Ich warte gerade, aber immer wenn ich einen Schritt vorgehe, kommt irgendwas anderes um die Ecke. Überall schießt es auf mich und überall sind Zombies und Endermänner und Creeper und Skelette und... Ah. So. Ist jetzt Schluss hier? Danke. Da stehen 3 Skelette auf einem Haufen. Ja, manchmal rotten sie sich immer zusammen. 4. Auf mich gehen gerade 4 Skelette los. Also wenn jetzt hier gleich was steht, dass wer gestorben ist, das bin ich. Ach Quatsch. Die gehen gerade zu viert auf mich los. So. Wow, ich habe einen Bunker gebaut. Wieder mal. So, endlich Ruhe. Oh, ist ja grauenhaft. Ja, so sehe ich jetzt aber auch aus. Was denn? Naja, ich bin gerade ein bisschen gespickt, nennen wir es mal so. Minimal.
grausam. Jetzt läuft auch noch eine Spinne hinter mir her. Lalala. Jetzt muss ich mal gucken, was du da jetzt hochgezimmert hast. Na, noch nix. Also viel zu wenig Quarz und doch viel zu viel Glas. Ich dachte, es sieht anders aus. Hm. Einfach nur so ein flacher Bunker. Das ist so eine Art Zentrale. Eine Zentrale ist nicht schlecht. Funkstation. Ja, sieht. Wer baut eigentlich den Wurm hier mal irgendwann ab, da das Gesicht davon? Oder dann gehen wir in den Nether, ne? Sieht aber jetzt gerade ungruftig aus. Nee, die Gruft ist ja auch nur ganz unten. Was sagst du zu meinen schönen Pfeilen? Mhm. Steht mir, ne? Hast du welche mitgenommen? Ja, 23, gleich so viel. Zack. Gehst du auch hinunter? Du willst mir doch nur den Quarz wegschnappen. Ich suche manchmal nach einer Burg. Ich habe eine andere Burg gefunden. Ja, eine Burg habe ich auch schon gefunden. Also eine große, weiß ich, wo sie ist. Also, ich kann, weiß nicht, ob, also war bei dir noch was drin? Ja, teilweise ja und teilweise nein. Nee, ich habe alles mitgenommen in der einen Burg, wo ich drin war. Ach so. Wo gehst du lang? In eine andere Richtung. Ach, soll ich hast mitgehen du da deinen geheimen Weg oder nee, was? Nee, aber ich dachte mir, wenn ich dir jetzt lang gehe, ich kann es ja schon machen, aber wenn ich dir mit dir jetzt hinterher gehe, dann schnappst du mir ja nur wieder alles weg. Vielleicht finden wir ja irgendwo noch eine andere Burg, in eine andere Richtung. Ich will aber in eine Richtung, wo noch keiner jetzt war. Das müsste also nach links gleich, obwohl, wo geht denn hier dieser Weg hin? Keine Ahnung. Okay, die Frage ist nur, wenn ich wieder irgendwo was wegbaue oder Lava zubauen will, ob du mich dann wieder zubaust von der Seite. Nee, ich habe ja nur einen Erdblock mit bis jetzt und ich brauche ja dieses Zeug hier gerade nicht. Na dann. Das sieht aber künstlich aus hier. Jo. Ist es auch definitiv. Ich will aber in diese Richtung. Ach verdammt, ich wollte eigentlich vorher noch kurz die Spitzhacke verzaubern, deswegen habe ich eine zweite gemacht. Ah, willkommen mal zurück? Mhm. Du weißt ja hier, wo ich bin, oder? Ja, ich denke. Ach, da habe ich eh schon einen Tunnel gesehen. Mist. Dann laufe ich nochmal zurück hier, weil die Hoffnung ist, dass ich Glück drauf bekomme. Aber ich weiß nicht, ob das mit 27 Level realistisch ist, dass Glück drauf kommt. Na, 30 solltest du schon haben. Naja, ich versuch's einfach mal. So. Bin ich richtig? Ich glaube nicht. Sieht so falsch aus. Bin gespannt, wie weit ich mich durch diesen Nether hacken kann. Okay, ich bin definitiv falsch. Da war mal irgendwas mit Frauen und Orientierung oder so ähnlich. Du bist noch nicht mal zurückgekommen bis jetzt? Ne, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Soll ich dir helfen? Nö. Okay. Du hättest mich erleben sollen, wie ich Sonntag den Weg zum Flughafen gefunden habe. Das war toll. Taxi? Nee, aber ich bin unheimlich froh, dass ich extra eine Stunde früher gefahren bin. Ich dachte mir so, ach, der Zug wird eigentlich reichen, da kommst du rechtzeitig zum Flughafen. Ach nö, nimm mal lieber den eine Stunde früher. Hm, war gut so. Ja, das ist auf jeden Fall praktisch. Also bei Flughafen bin ich auch viel lieber zu früh als zu spät da. Das finde ich ist da schon, finde ich wichtig. Also da warte ich lieber eine Stunde, als Stress zu haben und dann vielleicht irgendwas zu verpassen. Da hätte ich gar keine Lust drauf. Also ich bin am Hauptbahnhof dann gestanden, nachdem ich endlich dort angekommen bin von Köln und habe dort dann rumgesucht und ich war wirklich schon fast den Tränen nahe, weil alle Infostände hatten zu und die Infozentrale selbst, die hatte irgendwie, da waren die Leute schon drin, aber die hatten die Tür zu und es war irgendwie niemand da, der mir irgendwie helfen konnte und das war so grausam. Ich habe es am Schluss dann doch noch rechtzeitig geschafft. Dann stand ich an der Sicherheitsschleuse. Und dann so, ja, ich bin so gestresst, ich dachte schon, ich schaff's nicht. Er so, ach, das ist doch alles gut, ich halte sie jetzt einfach noch 5 Minuten auf, dann sind sie gestresst. Ich dachte mir, Alter, gib Ruhe. Okay, Effizienz und Haltbarkeit habe ich bekommen. Waren die Flüge voll für diese Kurzstreckenflüge, sag ich mal? Ich würde sagen, dass, keine Ahnung, so 5% frei war.
Also ich hatte in beiden Fällen immer das Glück, dass mein Platz in der Mitte leer war. So konnte ich brav am Fenster sitzen und die andere Person außen. Haben mir schon die Tasche in die Mitte gelegt. Das war dann schon ganz praktisch. Sehr gern am Fenster im Flugzeug. Ja, ich schon eigentlich. Das War sieht es eine man halt schön raus. Propellermaschine oder eine Nein, richtige? schon eine Ich habe eine richtige. Burg Eine gefunden. 737-200, meine ich, war es. Super, dann brauche ich dich ja jetzt gar nicht finden. Finde ich eh Ja, nicht. das ist jetzt Dalukats Burg. Hier werde ich drum rumbauen, mein Gebiet im Nether. Ich übernehme diese Burg einfach. Ich gehe dich jetzt gar nicht suchen. Ich finde ich eh nicht. Theoretisch wäre es nicht so schwer, mich zu finden. Weil ich habe ja einfach nur geradeaus Wege gekloppt. Ja, ich müsste ja erstmal den Weg wieder finden, wo wir da rausgegangen sind. Du bist immer Ach noch so. nicht draußen. Ne, doch, doch, doch. Ach so, jetzt Moment. Muss ich jetzt nach links oder muss ich nach rechts? Ich muss da lang, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. La la la. Ach, das finde ich nie wieder, wo wir da hingegangen sind. Jetzt komm. Ja, jetzt ernsthaft? So weit sind wir noch gar nicht gelaufen, die 5 Meter. Ich muss dieses Stück, das du als unnatürlich empfandest, erstmal wiederfinden. Jawohl, ein Monster-Spawner mit diesen komischen, ich weiß nicht, wie man sie nennt, die Leuchtstäbe. Wie heißen Lohn. sie? Ja, genau. So, schauen wir mal hier lang. War das da lang? Yay, ich glaube, ich finde es. Uhuhu. Ist da Quarz? Unmengen, ja. Ich habe sogar alles extra da gelassen. Einfach nur aus dem Grund, dass die Leute denken, da war noch niemand. Damit die nicht mir hierhin folgen. Du hast da irgendeinen Tunnel gebaut, sagst du? Okay. Ich bin da hochgeklettert und dann halt nach links. Weil da greifen die Schweine mich. Und oh, Skelett, ein schwarzes! Gib mir den Kopf! Ist ein Ah. Witherspawn. Ja, die können doch auch den Kopf droppen, ne? Dann kannst du einen Ja. Witherspawn. Ah, schade, das wäre so geil gewesen. Nee, also wo du den Tunnel hast, keine Ahnung. Nee, also wahrscheinlich wirst du es auch nicht finden, wenn du dich halt vorher nicht da in dem Nether auskennst, sag ich einfach mal, also da, wo wir waren. Weil ich weiß ja, wie es mittlerweile da aussieht, was die Leute da gebaut haben und so. Oh ja, ich stromer es mal Jawohl! einfach irgendwo hier rum. Noch ein Wither. Drück mir den Daumen. Der mir seinen Kopf gibt. Gib mir den Schädel. Kohle. Na, nett von dir. Optimal. Ich laufe gerade durch so einen ganz weitläufigen Tunnel, ganz breiten Tunnel. Nee, meiner war einbreit. Oh ja. Einfach ganz straight durchgekloppt. Nur Quarz habe ich trotzdem gefunden. Ja, ich habe ja auch, wie gesagt, ich habe ja auch nichts abgebaut. So, wenn, dann müsste ich aber die Verzauberte nehmen, geht es ein Ich bisschen bin gerade schneller. auf wir suchen Tour. Was kann noch ein Helm droppen? Oh Gott, oh nein, oh nein. Was sind jetzt schon wieder Lava, angestellt? Lava, Lava. Oh. Ach so. Wieso fließt sie denn immer noch? Ich habe doch schon alles ausgemacht. Boah, die fetzt da voll durch, ey. Ui! Was denn? Die Spitzhacke. Die fetzt voll durch den Ja, Nether das direkt ist. durch. Ja, das finde ich auch wichtig. Gerade durch diese roten Blöcke kommst du damit sehr schnell. Ich finde es so heftig, wenn du mit deinen Spitzhacken da unten durch den Quarz durchfegst. Ja. Es ist so krass. Ich denke dann immer, Alter, was hat der für Zeug? Vor allem, du baust es auch so schnell wieder. Also ich habe bisher noch selten jemanden gesehen, der so schnell baut, wie du das machst. Wo habe ich denn das abgebaut? Achso, du meinst, du hast meine Folgen geguckt. Ja, manchmal, ich finde Minecraft laggt. Also ich weiß nicht, ob das immer noch ein Problem bei mir ist oder sonstiges. Ich finde aber manchmal, wenn ein Block nicht abgebaut wird oder manchmal wird er nicht gesetzt, das finde ich voll nervig. Und dann baut man auf einmal zwei total dumm nebeneinander und so. Das Hallo hatte ich ja ganz Schweine. am Anfang mit meinem ersten Laptop, mit dem ich aufgenommen hatte. Der hatte übelste Lags. Und da ist mir das so oft passiert, dass ich Sachen doppelt gebaut habe. Es war so übel. Boah, da ist ja nochmal voll viel Quarz hier. Jawohl, eine Lohenrute. Wozu war die nochmal? Ich weiß nur, dass man eine braucht. Du kannst, wenn du daraus Lohn Staub machst, kannst du aus der Enderperle ein Enderauge machen und ansonsten ist sie für Brauzutaten da.
Aber mit Braun kenne ich mich auch kaum aus. Ich habe zwar eine kurze Einführungssession damals bekommen. So. Das ist eine Burg zwar, aber anscheinend irgendwie eine kleine Burg. Oder die muss irgendwo noch zweigeteilt sein. Ach nee, hier ist nochmal ein Stück Burg. Aber lustig, eine Burg, die nicht verbunden ist. Also, es sind die stehen zwei nebeneinander. Ja, das ist manchmal ganz lustig. In meiner Singleplayer-Welt habe ich auch eine riesengroße Burg, die ist weitläufig ohne Ende. Und dann ist der Chunk zu Ende und wenige Blöcke im neuen Chunk wurde eine komplett neue Burg generiert. Weißt du, was ich gefunden habe? Nein. Diamant-Pferderüstung. Ach so. Jo. Echt cool, finde ich cool. Mhm. Warte, was ging denn noch? Im Nether kann man doch noch irgendwas anderes finden, außer Diamant-Pferderüstung. Aber Diamant-Pferderüstung ist auch schon fein. Ich weiß es nicht. Kannst allen möglichen Käse in den Kisten finden. Eine eiserne Pferderüstung und wieder mehr Goldbarren. Vielleicht aber ist auf jeden Fall eine Burg, die noch keiner hatte. Na, das ist doch gut. Eine Burg habe ich jetzt beschlossen. Ich habe mir auch schon in der Wüste ein Plätzchen reserviert, auch wenn ich dort wahrscheinlich nie bauen werde. Ich werde einfach das Gebiet um die Burg abreißen und hier unten so eine normale Welt schaffen. Ich würde gern wissen, wo ich rauskomme, wenn ich hier ein Nether-Portal... Kann ich im Nether ein Nether-Portal bauen? Natürlich, kannst du das. Und wenn es zu nah dran ist, würde ich jetzt wieder am Strand rauskommen, richtig? Genau. Aber ich glaube nicht, dass du zu nah dran bist, weil Blöcke hier im... Ich meine, ein Block hier ist im Nether sind in der normalen Welt 9 Blöcke. Aber wo komme ich denn dann in der normalen Welt raus? Irgendwo? Einem neu generierten Portal. Geil. Ich kann so, komplett abhauen das und neu ist ja anfangen. Auch, das machen ja viele, dass sie hergehen und im Nether ein ganz schönes Stück laufen und dann ein Portal bauen, weil sie halt in der Realität 9-mal so weit gelaufen sind. Beziehungsweise Realität, ja nicht. Ich wollte ja sagen. Nee, aber das ist gar nicht schlecht, weil dann werde ich mir diese Burg jetzt einfach sozusagen sichern, werde den Weg nicht hingebaut, aber wieder zubauen, ein Nether-Portal hier reinsetzen und dann mal schauen, wo ich rauskomme. Sprach der vor wenigen Folgen noch sagte, er wolle mit gestrandet aufhören. Ja, ich werde aber der letzte Überlebende sein. Wir hatten ja schon gesagt, auf Netzwerktreffen, weil wir Rheinschifffahrt gemacht hatten. Wir hätten eigentlich das Ganze live aufnehmen müssen, aber von der gestrandeten Truppe war halt nur Rather, Dalo und ich mit dabei. Und hätten so quasi live, in real life, wären wir von der Insel geflüchtet. Wäre eigentlich eine coole Sache gewesen. Aber hätten wir mehr Leute dabei gebraucht. Die Schifffahrt war ja ganz witzig gewesen. Also war auf jeden Fall sehr schön. Die Zeit ging auch sehr schnell rum, weil man so viele neue Leute dabei hatte. Die Zeit ist wirklich schnell vergangen. Extrem schnell. Fast ein bisschen zu schnell. Ich hätte nicht so viel telefonieren sollen. Da war ich ja doch ein schönes Weilchen beschäftigt. Aber TTT müssen wir irgendwann mal wieder spielen. Es hat Spaß gemacht. Kannst du ja mal bei dem richtigen TTT dabei sein. Ja, dafür muss ich mir das Spiel erst noch kaufen. Das dauert noch ein bisschen. Ich hoffe, dass wenn ich jetzt dann meinen ersten Lohn von meiner neuen Arbeit bekomme, dass ich dann ein bisschen was über habe, dann möchte ich es mir eh holen. Da brauche ich ja Garry's Mod dafür, oder? Mhm. Ja, dann müssen wir mal gucken. Vielleicht kann ich es mir dann holen, dann mache ich gern mal mit. Kann man sich überhaupt über solche Nether-Festungen einen Überblick verschaffen? Haben die so eine bestimmte Größe? Sind die unendlich groß, oder? Die können so unterschiedlich von der Größe sein. Also wirklich einen Überblick verschaffen kann man nicht. Vor allem oft kommt es halt wirklich vor, dass die abreißen an irgendeiner Stelle und drei Meter weiter gehen sie weiter. Ja. Sag mal, habe ich mich jetzt hier unten in dieser Mini-Höhle verlaufen, oder was willst du von mir? Och, ey. Die Kisten, die ich gelootet habe, die spawnen irgendwann oder bleiben die immer da? Ja, die bleiben da. Ja, Mist, also auf jeden Fall war ich hier schon. Na, endlich habe ich zurückgefunden. Hat aber jetzt lang genug gedauert hier. Was hast du denn jetzt angestellt? Ach, shit. Ich habe ja gesagt, die beiden Burgen, die ich gefunden habe, die sind ja nicht miteinander verbunden. Mhm. Und ich bin jetzt locker durch diesen langen Gang gegangen und dachte, okay, wenn ich jetzt weiter geradeaus laufe, komme ich jetzt wieder halt weiter. Und dann bin ich schön zwischen den beiden Burgen runtergefallen in die Lava. Oha, aber überlebt. Ja, aber meine Rüstung, ich halte ja Gott sei Dank viel aus. Na, sei froh.
Ja, irgendwann finde ich dich. Lava kann nicht über Seelensand gehen? Ich glaube nicht, ich weiß es aber ehrlich. Das ist ja interessant. Nee, weil ich dachte jetzt, oh nein, jetzt kommt wieder Lava, weil ich mich nach oben durchhacke gerade. Und der Seelensand hat es anscheinend aufgehalten. Ja, optimal. War ich hier jetzt schon? Ich glaube. Der garstige. Ja. Ah, oh, der soll mal seine Schnauze halten hier, ey. Also wenn wir beide... Uah! Oh, hat mich der jetzt erschreckt, der Idiot. Auf einmal kommt er um die Ecke und schießt auf mich. Hast du den Schreien gehört? Was denn? Den Gast. Nee, wieso? Dann müsstest du ja bei mir in der Nähe sein. Ja, ich dachte halt, vielleicht wäre ich das ja. Also ich höre die ganze Zeit den Gast. Ja, aber nicht meinen wohl. Nee, nee. Der will, dass ich ihm helfe. Sag mal, stirb doch. Es kann nicht sein, dass ich nicht treffe. Ich verunstalte hier meine Burg schon. Ey. Ich treffe den nicht. Ich bin zu dumm, den zu treffen. Das ist der Wahnsinn. Lauf einfach weiter. Ich lass hier auch einfach will aber stehen. Nicht. War ich auch. Oh Gott. Bin ich wieder da, wo ich gerade war, was? Ja. Der Mr. Gas. Na komm her. Na komm. Put, put. Mietz, mietz. Mietz, 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 mietz. Was denn? Noch ein Lohnspawner. Doch super. Aber der war schon voll. Habe ich den Ball wieder zurückgeschossen. Jetzt ist er tot. Na endlich. Hat jetzt lang genug gedauert. Ja, Leute, ich weiß, das war peinlich. Aber das sind nun mal meine Schießskills. Eigentlich war ich schon besser im Schießen. Als ich letztens offscreen Quarz gefarmt habe, ging das noch ein bisschen leichter. Mit Game Mode? Nein, Spaß. Ja, wenn ich den einsetzen könnte, ne? Ich kann es ja nicht. Auch nicht. Niemals. Lalala. Aber hier ist jede Menge Quarz und ich bin gar nicht mal weit gelaufen. Das wundert mich gerade so stark. Ja, was lustig ist, meine Festung hier, in die ich gerade bin, die ist auch nicht weit weg eigentlich. Die ist halt genau in die Richtung, in die noch keiner gelaufen ist. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich schon so in ziemlich jede Richtung mal geschaut hätte, um was zu finden. Deswegen wundert es mich jetzt gerade auch ziemlich immens, dass hier noch Quarz ist. So, hier ist das Ding, von dem du sagst, dass es unnatürlich gebaut wäre. Ja, und jetzt müsstest du sozusagen bergauf gehen und dann aber wieder nach links. Und dort siehst du dann einen 1x1-Gang, der ist von mir. Oh, ich sammle so lange hier mal den Quarz ein. Ich habe nämlich hier schon wieder eine schöne Ader gefunden. Ha! Nicht, dass du den auf dem Rückweg einsammelst. Das wäre ja schrecklich. Bei mir ist ganz viel Quarz. Oh, Angeber. Gibt's ja wohl nicht. Ich schaue jetzt nochmal. Bergauf und dann ein Gang. Bergauf. Schauen wir, ob ich den Weg zurückfinde. Ah, ich glaube. Nö. Oder hier? Ah, aha. I found it. Sicher? Ja, zumindest ist es ein Block breiter Gang gewesen, aber nicht sonderlich lang. Nee, weil hier komme ich nur wieder zur Treppe zurück. Es war ein anderer, ein blockbreiter Gang. Ich muss auch mittlerweile ein Stück höher kommen. Och, naja. Hier müsste mein Lohnspawner sein. Ja, und in die Richtung muss ich dann. Meine Burg ist einfach zu finden. Schauen wir mal, ob der Rückweg auch gut ist.
Na, ich bin ja mal gespannt, wo du zurückkommst. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall hierher kam, aber ich glaube, ich bin auch mal in eine Burg draufgesprungen. Das könnte... Ah, hier ist mein Gang. Dann oder? Bin ich. Bin ich eiskalt einfach runtergesprungen, als ich die Burg gesehen habe? So. Mist. Doch, ich kam von hier oben und habe gesehen, boah, krass, eine Burg. Dann bin ich einfach runtergesprungen. Hier bin ich auf die Burg draufgekommen. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal korrekt. Naja, ich hole so lange den Quarz, der hier noch ist. Naja, mach du mal. Dann werde ich wohl irgendwann die nächsten Stunden noch mal ein bisschen weiter abbauen. Freue mich jetzt schon so drauf. Ach, einfach um die Ecke gegangen. Das ist ja tricky. Wenn jetzt ein Gast kommt, bin ich im Arsch. Warum? Ich bin ein bisschen weit oben gerade, um Quarz abzubauen. Und da, wenn ich runterfall, bin ich definitiv tot. Und wenn da jetzt von dem Quarz Lava rauskommt, dann auch. Oh, wo bin ich jetzt lang gegangen? Schicken wir mal den Weg. Nein, das ist gut. So, nehmen wir den noch mit. Lalala. So. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Ich muss runter, oder? Wo liegt denn der Quarz jetzt, den ich da runter... Mensch, Dalu! Ja? Hast du mir nur wieder geklaut, gib's doch zu. Nee, nee, ich muss gerade den Weg finden. Da war der Quarz. Und da ist der Boden. Die Höhle ist zwar auf jeden Fall richtig, aber wo bin ich rausgegangen? Da ist er. Der Quarz oder siehst du mich vielleicht? Der Quarz. Ich finde dich mit Sicherheit nicht. Den einzigen Gang, den ich gefunden habe, war der Gang zurück. Das ist doch das Problem. Hallo, Stille. Ich muss gerade überlegen. Ein Let's Player kann auch überlegen und moderieren gleichzeitig. Nein, wenn nicht, wenn auch die Zuschauer spannend finden. Ach so. Da kann ich ja nicht, ich habe ja den Weg nicht zugebaut, das wäre ja dumm, aber ich glaube auch nicht, dass ich mich durch so einen doofen Weg hier gepresst habe. Super. Wie leicht zu finden, aber schwer zurückzukehren, immer gut. Nee, ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich richtig glaube, ich springe aber mal hier runter. So. Ja, da oben bin ich ja auf jeden Fall nicht reingegangen, das ist ja schon mal klar. Sicher? Aber der Gang an sich stimmte. Hier ist so viel Quarz, ist doch krank. Und so leicht erreichbar. Vor allem schon wieder so viel Level dadurch zusammen. Das ist gigantisch. So, was ist denn dein nächstes Bauprojekt nach deinem Haus, was ich wahrscheinlich heute nicht mehr sehen werde? Keine Ahnung. Also, um ehrlich zu sein, denke ich da noch gar nicht drüber nach, weil ich noch gar nicht weiß, wie lange ich brauche, bis ich das Haus mal so habe, dass es mir passt. Ach, da denkt man doch auch schon mal Neues. Ich bin Langsambauer. Ich denke über keine neuen Projekte nach. Das ist mein Problem. Ich brauche so ewig, bis ich ein Projekt fertig habe. Ich bin doch nicht so fix. Außerdem musst du sagen, ich nehme ja auch bei weitem nicht so viele Folgen auf.
Ja, aber dafür spielst du. Ja, du. Kann ich so gar nicht beurteilen, weil du spielst ja jedes Mal mit den anderen. Ja, und dadurch komme ich ja auch kaum zum Bauen. Warum? Ja, weil wir dann meistens irgendeinen anderen Käse machen. Durch die Pampa laufen und so einen Schmarrn oder so ein komisches Schiff bauen. Dann komme ich doch da gar nicht dazu. Die halten mich doch alle auf. Ich kann irgendwie nicht über die Koordinaten rausfinden, welche Richtung du bist, oder? Ich müsste eigentlich nur die Richtung rauskriegen. Doch, das ist eine andere Burg. Ich habe eine neue Burg gefunden. Vielleicht nehme ich auch die. Das ist doch super. Ja, aber ich komme auf jeden Fall nicht mehr zurück. Meine neue... Nein, keine Burg. Es ist einfach so viel Sand, dass es aussieht wie eine Burg. Auch nicht schlecht. Einfach so extrem viel Sand. Aber ich glaube, die Richtung ist richtig. Ja, anhand der Koordinaten würdest du schon zurückfinden. Ach, nee, das wäre zu einfach. So mache ich das nicht. Ein wahrer Held stirbt. Nee, eigentlich ist das meine große Stärke, was Minecraft angeht. Also das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, weil in dem Moment stand ich kurz davor, wohin zu springen, wo ich nicht hätte hinspringen sollen. Und hier ist doch eine Burg. Und so ein richtiges Lava-Pit. Lalala. So viel Quarz, dann kann ich ja bald zurücklaufen. Lass ich dich ja alleine im Nähte, haha. Ich habe ja meine Burg gefunden. Bist ja eh ein Einsiedler, ne? Wenn ich jetzt im Kreis gerannt bin, das wäre doof, aber ich glaube, es ist eine neue Burg. Da ist schon mir auf jeden Fall ein Lohnspawner. Hättest du es hier irgendwie markieren müssen, sodass du weißt, ob das neu ist oder nicht. Ich glaube, ich bin gerade dabei, den Weg zurückzufinden. Wow. Es gibt also doch noch Hoffnung für mich. Wie dich da durchfetzt. Ja, die Axt ist echt gut, die Dia-Spitzhacke. Wenn du so eine hast, das macht auch Spaß. Also ich hätte keinen Bock, das Ganze hier normal abzubauen. Ja, im Nähte ist es halt wirklich witzig, weil du fährst einmal rundum und bap. Wahnsinn. So. Ich hab da unten schon wieder gesehen, da ist neue Quarz. Wo ist die Quarz? Da ist die Quarz. Wahnsinn. Und so nah am Ausgang. Weiß zumindest, wie ich von Burg 1 zu Burg 2 komme. Ich muss nur schauen, wie ich zurück... Moment, Quatsch. Bin ich an derselben Burg? War da nicht irgendwas mit im Kreis laufen? Nee, die Burg ist ja, die ist ja wirklich groß. Also es sind ja eigentlich zwei Burgen aneinander. Hm. Nee, aber die ist anders gebaut. Nee, ist nicht dieselbe. Sicher? Ich glaube, ich buddel mich da jetzt rüber. Wehe, es kommt ein Gast. Ich suche eigentlich noch ein paar tolle Skelette, die mir vielleicht was abgeben wollen. Das Schlimmste, was jetzt passieren kann, wäre ein Gast oder ein ganz böser Frame-Ruckler. Gut, alles ist gut. Alles ist gut. So. Lalala. Ist jetzt hier oben kein Quarz? Bin ich jetzt hier umsonst drüber gegangen? Ernsthaft? Ach, hier war ich schon. Ich würde den Weg gerne finden, wo du lang gegangen bist. Mhm, den suche ich eigentlich auch. Das, was halt richtig dumm ist, das müsste ich mir in meiner Aufnahme angucken. Ich habe auf dem Rückweg, den ich gerade gegangen bin, den richtigen Weg gefunden. Danach bin ich kurz durch eine Höhle gelaufen und ich habe die komplette Höhle komplett abgesucht, aber ich habe meinen weiteren Weg dann nicht mehr gefunden, obwohl der Weg, den ich vorher gegangen bin, auf jeden Fall der ist, den ich gebaut habe. So, als wenn irgendwie jetzt weg wäre oder irgendjemand das zugebaut hätte. Ja, das Schlimme ist halt, im Nether so ein Block breite Gänge siehst du einfach nicht so schnell. Doch, doch.
Nee, nee. Abel Sichel. Nein. Jetzt geh mal weg, du deppert Schwein da, ey. Soll doch mal weggehen da. So. Ja, ich habe auf alle Fälle die Brücke wieder gefunden. Das bringt mich zwar jetzt nicht weiter, aber naja. Na, ich sehe ja das komische Gebilde, aber ich weiß nicht, was du meinst mit bergauf und dann links. Ja, lustig wäre, wenn ich hier wieder raus bin, dass du mir einmal zeigst, wo du, also da, dass du mich nochmal dahin bringst und ich zeig dir dann, wo dann der Weg war. Noch? Ey, das kann doch nicht sein. Das ist jetzt aber dieselbe. Ja, gut. Ich mache jetzt hier einfach Terraforming und irgendwann finde ich das. Da oben kamen wir her. Hier kann doch auch mal ein Skelett. Da! Zwei Skelette! Drei! Jawohl, kommt her! Jetzt gib mir deinen Kopf, Fans. Das Kohle und jetzt Knochen. Hier wieder die Treppe, genau. Was kann man mit so einem Wither-Kopf machen? Na, man kann so ein blödes Monster spawnen. Per Knopfdruck oder wie? Weil den setzt du ja auf. Den muss man irgendwie, muss man da, ich glaube, mit Kohle blöcken? Ich weiß es gar nicht auswendig. Muss man halt irgendwas bauen und an den Wither-Kopf draufpacken und dann wird so ein komisches Ding gespawnt. Ach so, nee, ich meine, den kannst du doch aber aufsetzen, oder nicht? Weiß ich nicht, ob man den auch aufsetzen kann. Doch, du kannst ja auch vom Skelett einen Kopf bekommen und den kannst du ja aufsetzen. Ach so, das wusste ich nicht. Und dann greifen dich die Monster alle nicht mehr an. Cool. Dann bist du immun gegen Monster. Und das ist so der einzige Grund, warum ich hier wirklich jedes Skelett im Nether umhau oder halt auch jeden Wither, weil ich diesen Kopf haben will, der unglaublich selten sein soll. Aber damit bist du halt immun gegen Monster. Okay, das die greifen ich dich einfach gar nicht an. Ich will auch so einen haben. Das ist ja cool. Das würde das da ganze fast ein bisschen einfach machen. So, jetzt habe ich mich aber fast verlaufen. Also, was heißt fast verlaufen? Ich könnte jetzt die Burg wieder zurückgehen und in die andere Burg nochmal gehen und dann die Aufnahme angucken, um zu sehen, welchen Weg ich hergekommen bin. Das ist ja nicht das Problem. Aber ich habe auf jeden Fall zwei Burgen gefunden, wobei hier schon mal jemand gewesen sein muss, weil ich hier keine Kisten gefunden habe, sondern nur die Monster-Spawner. Also, ich war definitiv auch schon sehr vielen Burgen und die sind teilweise schon besucht gewesen. Ja, die eine war neu. Also die ich auf jeden Fall ganz gerade am Anfang gefunden habe, die war komplett neu, die Burg. Weil da war ja noch alle Kisten und so weiter zu. Da hing ja auch noch überall Glowstone und allen möglichen Krempel. Ich müsste jetzt eigentlich nur einem unnatürlichen Weg zurückfolgen, weil in der Burg auf jeden Fall schon mal jemand war. Hier waren auf alle Fälle auch schon Leute, weil hier ist jede Menge Explosionsfeuer und immer wieder so kleine Türmchen nach oben gebaut zum Quarz abbauen. Ich frage mich nur, warum dann hier immer noch Quarz ist, wenn hier schon Quarz abgebaut wurde. Da hat sich jemand einen Turm hochgebaut für Quarz und baut aber dann nicht alles ab. Vielleicht wollte er keinen Quarz, vielleicht hing da Glowstone. Es kann sein. Oder es kommt mir gleich Lava entgegen. Nö. Nö. Okay. Ich gehe dich jetzt jedenfalls nimmer suchen. Ich hab das nee, jetzt muss satt. Auch nicht. Ha! Du wolltest ja irgendwann einfach wieder umdrehen, als wir mitten in der Expedition waren. Tja. Da hast du ja gesagt, oh, ich habe mein Werkzeug zu Hause vergessen. Kann dir ja nicht immer folgen. Wie du mich aber auch loswerden wolltest. Wie, du solltest mitkommen und alles wäre gut gewesen. Dann bist du abgehauen. Ich meinte am Wochenende. Voll loswerden wolltest du mich. Gib's zu. Hab's ganz genau mitbekommen. Was meinst du? Am Bahnhof. Was? Ja, unser Zug. Wir waren aber selber, Nils und ich waren aber auch. Unser Zug sollte erstmal auf dem anderen Gleis kommen, ja. Und dann aber auch erst in 10 Minuten und nicht die Haltestelle, die angezeigt war. Also wir wussten die ganze Zeit nicht, ob das wirklich unser Zug war.
So, der war schon echt, das war schon echt blöd. Und dann kamen halt noch die ganzen Fußballfans da rein. Oh. Das sind immer ganz, ganz toll. Ja, gerade nachts, wenn alle dann betrunken sind und so der letzte Rest gerade nach Hause fährt. Ja, siehst du, hätte man mehr trinken müssen. Das hier ist doch künstlich, Leute. Das ist doch sowas von künstlich gebaut. Ist aber irgendwie feuchtfröhlich ist der Abend ja jetzt nicht geworden. Aber bei keinem irgendwie. Kölsch. Ja, das stimmt wohl. Aber bei keinem. Es gab ja keine kurzen. Also ich hätte ja. Oh ja, das hat mir fast ein bisschen gefehlt. Ja, wir haben ja wenigstens einen auf dem Schiff bekommen. Ja, ja, wir, wir. Die wichtigen Leute. Oh, pass auf, was du sagst, Dalu. Pass auf. Ich warne dich. Hier hat einer Erde benutzt. Warst du hier? I don't know. Ich hatte einen Gang verdeckt mit Erde. Das ist ja sehr gut. Wir haben eine weitere Burg gefunden. Feuer! Ich brenne! Und in dieser Burg sind auch schon Fackeln. Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Zeichen. Dann war es jedenfalls nicht von mir, weil ich setze keine Fackeln im Nether. Ich sehe keinen Grund darin. So, aber da ich jetzt hier schon bei der dritten Burg mittlerweile angekommen bin und ich sonst stundenlang gebraucht habe, überhaupt eine Burg zu finden, bin ich da schon ganz zufrieden. Hier ist sogar der Weg, den der Typ genommen hat, um in die Burg reinzukommen. Das heißt, ich bin auch schon mal auf der richtigen Seite. Ah, wenn ich meine Map hätte, dann hätte ich nachschauen können, ob das die Burg ist, in der ich schon war. Hier hat einer eine richtige Treppe zur Map zur Burg gebaut mit, ne, mit den roten Steinen aus dem Nether. Mhm. Und hier ist auch wahrscheinlich doch kein Weg. Es sah aus wie ein Weg, es war ein Fake. Hier ist der Weg. Nein, auch nicht. Auf jeden Fall hat er sich hier auf der Seite reingebaut. Da muss es irgendwo auch einen versteckten Weg geben. Puh, Glück gehabt, sonst wäre ich schon wieder abgefackelt. So. Da war hier gerade irgendwo noch Quarz. Wo ist denn der Nizin? Quarz. Put, 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 put. Das gibt's doch nicht. Hier ist er. Gefunden. Ich habe noch jede Menge weiße Wolle und weißen Lehm. Was hältst du davon, wenn ich einfach ein bisschen bei dir austauschen gehe? Weiße Wolle habe ich auch noch so viel. Ich brauche auch noch viel weiße Wolle für die Wolken. Ich tausche dir das auch alles aus gegen den Quarz. Nee, Quarz gibt es doch hier Unmengen. Also ich farm lieber Quarz als Wolle. Hm. Stimmt auch wieder. Naja, das Schöne beim Quarzfarm ist ja, dass du unheimlich viele Level bekommst. So, aber ich glaube, ich werde meine Aufnahme gleich beenden. Okay. Wir haben ja jetzt schon viel geschafft. Und ich werde nur noch versuchen, aus dem Nether rauszukommen. Und da ich jetzt kein Fleisch mehr zu essen habe, wollte ich jetzt wenigstens dann auf Nummer sicher gehen, das Video anzugucken. Und dann zurückzulaufen. Ich hätte jede Menge Weg, zu essen, wenn es wäre. Den Weg zur Burg werde ich auf jeden Fall wiederfinden. Das ist nämlich keine Kunst. Ja, ja. Mach schon recht. Ja, ich kann nichts. Ich weiß ja, wo ich gebaut habe, aber ich glaube, das sieht jetzt wieder nicht künstlich genug aus. Hier sind immer so künstliche Ansätze und dann fällt sie irgendwo runter. Aber ich bin mir immer noch sicher, ich laufe in die richtige Richtung. Ja, ich denke auch, dass es für mich ein bisschen reicht, weil dann die Leute haben in letzter Zeit eh so viel Nähtergedöns gesehen. Und dann werde ich das restliche Zeugs hier dann wieder offscreen ein bisschen abfarmen. Dann können wir die nächsten Folgen dann mal ein bisschen bauen. Denn ich habe schon die Nachricht bekommen, dass einer die ersten 5 Folgen doch ein bisschen langweilig fand, weil so gut wie nichts gebaut und nur gequatscht wurde. Die einen finden es gut, dass ich in diesem Projekt mehr community-technische Sachen mache. Die anderen finden es eher schlecht, dass ich so wenig baue. Also irgendwie... Da finde ich, hier geht das Reden irgendwo vor. Also das Kommunizieren oder sonstiges, weil es ist ein Vanilla-Minecraft-Server und so viel Bauen ist hier auch nicht drin. Eben, das sehe ich momentan auch so. Weil wenn ich bauen möchte, dann gehe ich in meine normale Singleplayer-Welt. Da kann ich mir ab und zu mal jemanden einladen und da wird dann eigentlich eh nur gebaut und gefarmt. Ja, aber dann würde ich sagen... Also bist du fertig? Also könntest du einen Cut machen oder bist du gerade irgendwo mittendrin? Nee, passt schon. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und schaltet wieder ein. Bis dann, tschüss. Tschüss. Hast du